Amerikanische Bürger bei einem Bombenanschlag. Wie ist es möglich, dass diese maskierten Verbrecher nicht ausgelöscht werden, sondern noch auf freiem Fuß sind und nach wie vor Unschuldige wie Oscorp-Finanzvorstand Charles Standish in ihrem Zuhause angreifen? Wie? Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Ja, mein Cousin ist Gefängniswärter und er meinte, die Verhafteten... Hat mich überrascht, was? Dick! Warte, komm! So, meine Herren und Damen. Herzlich willkommen bei Spider-Man. Eine Geiselnahme auf einem Tourbus. Eine echte New York Reality Tour. Ja, wir sind direkt in der Klopperei. Ich mag sie nicht. Ja. Deswegen kloppen wir uns mit denen ja hart. Ist sehr fleißig. Aber ich hol auf. Mal sehen, wo sie diesmal zuschlägt. Okay. Adon. Geschafft. Cornelius Van Lans Wohnung. Sie sucht sich immer Orte mit kostbaren Unikaten. Wahrscheinlich arbeitet sie für jemanden. Sonst... könnte sie einfach Bargeld stehlen. Das stimmt. Fantastisch! Hier ist Säbelzentrale. Brauche Update für unseren Status in Cathedral. Verkehrskontrollpunkt Charlie unter Beschuss durch Dämonen. Gleich. Die Bewerbung bei Coffee Bean habe ich nie fertig gemacht. Da hätte ich mehr verdient als jetzt. Ich sehe da auch kein Geburtsdatum. Schade, dann hätte man gewusst, wann Peter Parker eigentlich geboren ist. Hey, können wir das friedlich regeln, wenn ich Kuchen hole? Wie bedrohlich. Nice. Ich weiß gar nicht, wo müssen wir denn hin? Hier drüben. Ah, hier ist auch direkt eine Katze. Die nehmen wir mit.
die Katze nimmt man direkt mit. Nickerchen in der U-Bahn, auch nicht schlecht. Hast du dich verirrt? Nö. Eigentlich nicht. We got this, Spider-Man. Thanks anyway. Ah, wieder verpasst. Du fragst dich sicher, warum ich wieder im Spiel bin. Der Pfad der Tugend ist langweilig. Mein Ziel ist 50 Millionen. Eine schöne runde Summe, oder? Geschafft. Aber wenn du mich vorher erwischst, gebe ich alles wieder zurück und werd brav. Meine Zukunft liegt in deiner Hand, Spinne. Oh. Da habe ich meine Zweifel, ehrlich gesagt. Was haben wir denn hier? Sieht militärisch aus. Schräg. Spider-Man, du hast einen Aufklärungspunkt gefunden. Wer ist da? Falsche Frage. Die richtige lautet, kannst du meine Bomben entschärfen? Der rätselhafte Mann hat in der ganzen Stadt Aufklärungspunkte verteilt. Was ist denn das für ein Freak? Herausforderungsmarken. Okay. Ja, wir müssen auch noch die Karte ein bisschen näher aufdecken. Boden Teams, hier Zentrale. Wie ist unser Status in the Yards? Zentrale, unser Transport wird von Dämonen angegriffen. Fühlt ihr euch schlecht behandelt? Versucht mal, die Stadt nicht zu zerbomben. Mann! Ja, passiert. Ah, der Anzug ist richtig geil. Jetzt könnten wir den Herausforderungspunkt aber trotzdem mitnehmen. MJ, was hast du über Isaac Delaney rausgefunden? Sieh dir das Bild an, das ich geschickt habe. Welcher ist Delaney? Ich weiß es nicht. Vielleicht musst du zur Party, um es herauszufinden. Wie gut, dass ich schon ein Kostüm habe. Ja, mach mal. Dieser Computer zeigt Bomben im gesamten Viertel. Und sie gehen gleich hoch. Beeilung jetzt! Ja, dann schlaf nicht, mein Freund. Die Bomben entschärfen sich nicht von selbst. Okay, die hier wäre geschafft. Hilfe, hey! Okay, noch eine. Sein können. What? Stimmt. Gute Arbeit mit den Bomben, aber nicht beim Werfen. Du wirfst so ungenau. Ist das irgendein krankes Spiel für dich? Spiele sind für Kinder. Ich bin Profi und werde auch so bezahlt. Dann verschwendet dein Kunde sein Geld. Manchmal sind Informationen mehr wert als Geld. Und ich habe viel von dir erfahren.
Aha. Nehme ich hier die Basis direkt noch mit von den Dämonen. Wir brauchen ja auch die Magen. Hi, wir können kämpfen. Lasst mich ausreden. Oder wir können grillen. Aha, grillen. Okay. Träum süß. Wird frisch hier draußen. Ich gehe besser rein. Das stimmt. Und ohne Umschweife kommt die Klopperei. Nice. MJ, ich bin am zweiten Ort. Tragen diese Dämonen ihre Masken eigentlich immer? Bei Teamtreffen gibt es sicher Verwirrung. Ich finde heraus, was sie vorhaben, und du streust Sand ins Getriebe. Number one. Nächster. Zeit für einen Schichtwechsel, hä? Gut, weil diese anderen Typen beeindrucken mich nicht. Peter, da sollen Möbel nach Maß hergestellt werden. Wie ich das sehe, geht es eher um illegale Waffen. Und jetzt nicht erschrecken. Ich glaube, sie sind nicht maßgefertigt. Da werden die Hipster-Killer aber enttäuscht sein. Und weg mit dir. Klar freue ich mich, noch mehr von euch zu sehen, aber... Halt, Moment. Ich freue mich nicht.
Alter. Noch mehr Dämonen. Schätze, wir können das nicht bei ein paar Fruchttörtchen klären. Alter! Das war Hardcore. Put. Ihr müsst die zweite Mannschaft sein. Zeit für einen Schichtwechsel, hä? Gut, weil diese anderen Typen beeindrucken mich nicht. Peter, da sollen Möbel nach Maß hergestellt werden. Wie ich das sehe, geht es eher um illegale Waffen. Und jetzt nicht erschrecken. Ich glaube, sie sind nicht maßgefertigt. Da werden die Hipster-Killer aber enttäuscht sein. Oh!
Komm, einer noch. Freue ich mich, noch mehr von euch zu sehen, aber... Halt, Moment! Ich freue mich nicht! Noch mehr Dämonen. Schätze, wir können das nicht bei ein paar Fruchttörtchen klären. Nice. Geschafft. MJ, ruf die Polizei. Der Ort ist gesichert. Super Job. Jede Waffe, die von der Straße weg ist, ist ein Gewinn. Das stimmt. Nice. Dann könnte man jetzt eigentlich zu Delaney gehen. Ist, glaube ich, eine coole Idee. Dann let's go. Mann! Eine Halloween-Party. Muss mich wohl nicht umziehen. Der Rainy sieht wie einer meiner Feinde aus. Mal sehen, welcher er ist. Okay. Gucken wir jetzt einfach mal um. Okay, das ist anscheinend der Eingang. Ja, dafür sind wir da. Und jeder verkleidet sich als Spider-Man. Noch ein Spider-Man. Wow. Alle tragen Kostüme. Wie ich.
Keine Ahnung. Da ist noch ein Spider-Man. Ist hier irgendwo. Ich muss ihn finden, bevor Lee es tut. Hey, sieh uns an. Wir sind Spider-Bros. Das stimmt. Das ist noch ein Spider-Man. Jeder läuft hier als Spider-Man rum. Aber cool. Wow. Im Ernst, ich hatte ganz vergessen, dass Halloween ist. Noch ein Spider-Man, noch ein Spider-Man. Entschuldigung, sind Sie Dr. Delaney? Spider-Man, weil du nervig bist. Dieses Mal kriegst du mich nicht. Oh nein, Rauch. Was soll ich jetzt bloß tun? Oh nein. Das ist ein Ende, Spider-Man. Das hat mit Spiegel... Wer ist jetzt der Echte? Jetzt hab ich dich. Was soll das? Ich habe eine Woche an dem Helm gearbeitet. Ich muss Dr. Delaney finden. Er läuft irgendwo rum. Wer bist du? Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Klugscheiße. Nein, das ist die Wahrheit. Und? Sieht okay aus. Dann ist er gut. Wenn nichts kaputt gegangen ist, dann ist er gut. Da ist ein Riss drin. Wo? Ich sehe nichts. Ja, wir haben ja keinen Fotomodus. Schade. Ja, Spider-Man. Ah, damit hat sie rechnen müssen. Meine lieben Kinder! Okay. Walter? Dieser Süßigkeitenwerfer könnte Dr. Delaney sein. Ich muss irgendwie da hoch. Ja, ohne uns zu enttarnen. Ich kann meine Netze nicht verwenden. Wie komme ich da hoch? Mann! Jetzt muss ich wieder irgendwie zurück. Hey, hier drüben! Zu mir! Mann, Spider-Man, geh doch weg. Esst, esst, meine lieben Kinder. Los, mehr, na los, ich will mehr. Ein paar für dich. Ich suche Isaac Delaney. Ich glaube, der tanzt gerade. Da ist er, die Echse mit dem Kittel. Hey, hier drüben. Danke schön. Danke, danke. Aber ich werde die Folge jetzt mal hier bei dieser Freak Party, bei dieser Freak Show einfach mal beenden kurz. Weil ich bin mir sicher, dass Lee hier aufkreuzen wird. Und es wird wahrscheinlich wieder eine Klopperei ohne Ende. Aber wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Oh yeah.